Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webcast mit dem Thema Salesforce und SAP. Es sind leider noch nicht alle da, deswegen sind wir mit der Einführung noch ein bisschen langsam und warten auf die vielen Teilnehmer, die sich angemeldet haben, starten aber schon mal durch. Zusammen mit unserem Oracle-Partner Opitz Consulting werden wir Ihnen heute zeigen, wie das Thema Cloud und On-Premise-Lösungen über die Oracle-Integrationsplattform verbunden werden. Bevor wir einsteigen, noch ein paar wichtige Punkte für Sie, die Sie während der Präsentation, während dieses Webcasts auch aktiv bitte nutzen. Zum einen können Sie Fragen posten in dem Fragen-Q&A-Fenster. Diese Fragen werden wir Ihnen auf jeden Fall auch beantworten am Ende der Session. Während des Webcasts tauchen in der Präsentation auch immer wieder Fragen auf, die Sie aktiv durch einfaches Anklicken in den Kästchen beantworten und dann sofort im Nachhinein erscheint auch das Ergebnis. Das wäre sehr nett, wenn Sie antworten, damit die Präsentatoren hier auch einen Überblick haben über die Ausprägung dessen, worauf Sie stärker eingehen sollen. Und nach dem Webcast werden wir Ihnen natürlich auch den Link zum Anschauen der Präsentation zuschicken, sodass Sie die Möglichkeit haben, hier nochmal im Detail die Informationen abzurufen und auch die Kontaktdetails der Präsentatoren zu sehen, um diese auch aktiv anzurufen. Ich übergebe jetzt an unseren Partner Opitz Consulting, an Thorsten Winterberg, der sich dort um das Business Development und die Innovation von Oracle-Middleware-Lösungen kümmert. Okay, vielen Dank. Ja, mein Name ist Thorsten Winterberg. Ehe wir ins Thema einsteigen, möchte ich mir erlauben, ganz kurz drei Sätze zu Opitz Consulting zu sagen. Wer sind wir? Wir sind sehr großer Oracle-Partner, im Wesentlichen im deutschsprachigen Markt tätig und in Polen, erweitern uns langsam Richtung Europa, machen da immer mehr Fusion Middleware Spezialeinsätze. Wir sind Projektspezialist und decken im Prinzip die ganze Oracle-Bandbreite ab, von der Datenbank über die Engineered Systems bis hin zum WebLogic, insbesondere dann auch die SOA-Themen, die BPM-Themen bis rauf zur Anwendungsentwicklung mit WebCenter und ADF. Ungefähr 400 Mitarbeiter aktuell. Und die Kuh ist unser Markenzeichen. Vielleicht haben Sie das hier und da schon mal gesehen. Wir haben in der Tat ungefähr 60 von diesen Highlands hier bei uns in der Zentrale in Gummersbach stehen. Sehr schöne Geschichte, soll so ein bisschen unser grünes Image, das nachhaltige Image, was wir gerne leben, verdeutlichen. Was wollen wir heute tun, wenn wir uns die Agenda anschauen? Wir wollen einleiten ganz kurz mit dem Cloud-Thema, Integrationsthema verbinden. Warum wollen wir hier und heute überhaupt über Integration sprechen? Wir werden dann einmal im Detail die Oracle-Integrationsplattform vorstellen, um im Hauptteil, im dritten Teil dann schließlich einen echten Use Case inklusive einer Live-Demo zu zeigen, wie sich denn die ganze Oracle-Welt da live anfühlt. Okay, steigen wir ein. Integration today. Wenn man sich anschaut, was heute so passiert, sieht man viele, viele technische Innovationen auf uns zukommen. Wir finden viele Apps, typischerweise Mobile-Apps, die dann auf Tablets laufen, die zum Beispiel dieses Thema Augmented Reality aufgreifen, wo ich die Kamera an meinem Tablet aktiviert habe, durch das Tablet quasi durchschaue und eine angereicherte Welt ansehen kann. Das wird typischerweise genutzt heute schon von beispielsweise Druckerherstellern. Wenn ich einen Papierstau habe, dann schaue ich halt über diese entsprechende Anwendung auf den Drucker und auf meinem Tablet blinkt dann ganz genau, wo ich was machen muss, um gerade meinen Papierstau halt wieder zu entfernen. Oder Thema Automotive, gerade ganz aktuell vorgestellt, wo ich halt mit meinem Tablet ein ganzes Auto anschaue und dann auf dem Tablet quasi mit so einem Röntgenblick durch das Auto schauen kann, nur noch ein Drahtgittermodell sehe und dann halt im Detail genau sehe, wo sind bestimmte Komponenten verortet, die vielleicht spannend sein können. Das Ganze löst natürlich einen starken Bedarf an Integration aus.
Genauso wie das Thema Smart Home, was im Moment immer stärker kommt. Auch da werden jede Menge Sensoren in den Häusern untergebracht, in öffentlichen Gebäuden untergebracht. Thema Gebäudemanagement ist da sehr innovativ unterwegs aktuell. Auch da fallen sehr, sehr viele Daten an, die irgendwie in unsere Backend-Systeme transportiert werden müssen. Ein ganz spannendes Thema ist also alles, was im Gesundheitswesen passiert. Wir kennen vielleicht aus der Star Trek-Welt dieses Thema Tricorder, wo wir nicht mehr so weit von entfernt sind. Es gibt mittlerweile explizite Sensoren-Sets, die alle möglichen gesundheitlich relevanten Parameter erfassen, die man dann an sein iPhone, Smartphone, irgendwas, Tablet koppeln kann. Auch die Daten müssen letztendlich irgendwie in unsere Backends kommen, um eben sinnvoll weiterverarbeitet werden zu können. Die Dinge wandern natürlich auch immer stärker Richtung Körper. Google Glasses ist fast schon ein alter Hut. Was eher aktuell ist, ist so das Thema Watch, Smartwatches, jetzt gerade mit der Apple Watch, aber der Markt wird gerade überschwemmt von diesen Dingen, wo Sensorik immer näher zum Körper geht und wo ganz, ganz spannende Use Cases möglich werden, indem diese Daten eben in große Datentöpfe in unsere Backends rübergespielt werden. Damit wollen wir halt motivieren, der Bedarf an Integration ist eigentlich nie so hoch gewesen wie heute. Über dieses IoT-Thema, über das Internet der Dinge, über all die Devices, die da draußen sind, alles will verbunden werden. Geschäftstechnisch, geschäftsmodelltechnisch ergeben sich da ganz, ganz spannende Treiber über solche Themen wie meinetwegen Remote Maintenance. Also wenn ich beispielsweise ein Gebäudemanagement-Dienstleister bin, dann möchte ich nicht immer meine Monteurtruppen zu irgendeinem Störfall rausschicken, sondern ich möchte vielleicht mal erstmal remote auf die Systeme schauen können, um zu verhindern, dass jemand sinnlos hinfährt oder dass er gleich die richtigen Ersatzteile mitnehmen kann. Bis zu dem noch spannenderen Thema Predictive Maintenance, wo ich eben Voraussagen treffen möchte, ehe irgendetwas ausfällt. Und ich weiß, dass bestimmte Typen von Klimageräten nach entsprechenden Events, die sie so liefern, mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent demnächst ausfallen, dann kann ich halt proaktiv schon Reparaturen vornehmen. Schönes Beispiel, Röntgengeräte, wo die entsprechenden Röntgenröhren halt dann typischerweise getauscht werden, ehe sie überhaupt kaputt gehen, um eben Stillstandzeiten zu vermeiden. Ganz spannende Use Cases, die da auf uns zukommen. Wenn wir das einmal als gegeben hinnehmen, sehen wir auf der anderen Seite einen unglaublichen Push in dem Thema Cloud. Im Wesentlichen getrieben aus Amerika. Wenn man das da mal vor Ort gesehen hat, es ist hoch erstaunlich. Da gibt es keine Bedenken, sollte man Cloud einsetzen oder nicht. Da sind wir in Deutschland sicherlich noch auf einem deutlich anderen Stand. Aber Fakt ist, diese Cloud-Welt nähert sich langsam und wir müssen uns halt dran gewöhnen, damit umzugehen. Ein Kollege hat das so schön formuliert, das ist so ein bisschen wie mit dem Euro. Der kommt halt auch, da kann ich auch nicht sagen, na, das interessiert mich nicht, ich bleibe halt bei der D-Mark. Ein bisschen mehr Auswahl hat man natürlich, aber es ist schon vergleichbar, die Macht, mit der das Thema gerade in den Markt drückt. Wenn wir uns jetzt Integration anschauen, stellen wir fest, dass klassische Integration, also rein on-premise, ich habe all meine Integrationslandschaft on-premise installiert, immer schon relativ komplex war. Was hat man gemacht? Man hat es mit in der Oracle-Welt dann mit der Sora Suite beispielsweise gelöst, einen Enterprise Service Bus in die Mitte gesetzt und diese ganzen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen der Systeme aufgelöst. In einer Cloud-Welt wird es noch ein Tick komplizierter. Da habe ich all die Probleme, die ich klassisch hatte, immer noch, aber es kommen neue dazu. Nicht mehr alles ist unter meiner Kontrolle. Ich integriere plötzlich Systeme wie ein Salesforce, was in einer Cloud läuft, wo ich gar nicht selber aktiv werden kann. Da muss ich halt damit leben, dass andere Dienstleister Dinge tun, auf die ich reagieren muss. Das Thema Security wird noch viel wichtiger, weil ich plötzlich wichtige Daten in die Cloud exponiere. Und je mehr Cloud-Anbieter oder Cloud-Anwendungen integriert werden müssen, umso mehr verschiedene Plattformen bekomme ich rein und umso mehr verschiedenes Tooling bekomme ich rein, sodass ich halt ein relativ breites Skillset brauche, um das Thema Integration da zu adressieren. Was uns sehr wichtig ist an Einordnung, und das ist auch eine der Kernbotschaften des Vortrags, ist das Konzept, was wir Center of Gravity nennen. Die Frage ist, wo stelle ich in Zukunft meine Integrationsplattform hin? Wenn ich, wie das heute typischerweise überall in unseren Welten der Fall sein dürfte,
im Wesentlichen on-premise unterwegs bin, dann ist es keine Frage. Dann läuft meine SOA-Suite einfach on-premise. Klar, Haken dran. Wenn ich ganz frisch gestartet bin, ich bin ein Start-up, ich habe einfach alles in der Cloud, dann bin ich eher auf der rechten Seite. Dann ist es vermutlich extrem sinnvoll, auch meine Integrationsplattform gleich in die Cloud zu stellen. Und wir gehen davon aus, dass für die nächsten Jahre definitiv hybride Ansätze passieren werden. Wir werden uns langsam Richtung Cloud erweitern und müssen jetzt halt diskutieren, wo wollen wir hin? Wo ist denn die Integrationsplattform am besten aufgehoben? Jetzt kommen wir zur ersten Interaktion. Die Frage ist, welche SaaS-Anwendungen und On-Premise-Systeme Sie in Ihren IT-Landschaften integrieren müssen. Und wir möchten Sie motivieren, einmal kurz die Kreuzchen zu setzen. Wir warten jetzt einfach 4-5 Sekunden, bis das passiert ist. Und dann können wir uns alle im Live-Poll das Ergebnis anschauen. Wir haben die typischen Systeme abgefragt, die wir auch als Thema im Vortrag haben, also Salesforce als CRM-System, wo wir deutlich Bedarf im Moment im Markt wahrnehmen, SAP, was in Deutschland einfach eine extreme Verbreitung hat und dann natürlich die entsprechenden Oracle-Anwendungen, die hier spannend sind. So, gehen wir mal weiter, schauen wir mal, was rausgekommen ist. Ja, interessant, in der Tat, die Hälfte der Teilnehmer hat Salesforce-Integrationsthemen, Oracle SaaS noch zurückhaltend. Andere SaaS-Anwendungen scheinen aber da zu sein, signifikant auch mit 37,5%. Ganz stark, wie erwartet, SAP. Man kann fast sagen, bei fast allen Datenbanken natürlich. Dateisystem, klar, haben wir auch mal da. Spannend. Dankeschön. Wir möchten weitermachen mit einer kleinen Referenzarchitektur zum Thema Cloud, die auch dieses Thema Center of Gravity nochmal aufgreift. Hier kann man eigentlich schön die verschiedenen Fälle durchspielen. Wenn man erstmal nach links unten beispielsweise schaut, in eine Lokation, vielleicht sogar in eine Abteilung, da werden Integrationsthemen halt typischerweise gelöst, indem man so einen Enterprise Service Bus verwendet, um die einzelnen Dienste zusammenzustecken. Für meinen ganzen Standort habe ich dann typischerweise auch einen Bus, wo halt standortmäßig alles miteinander verbunden wird. Bin ich ein bisschen größer, bin ich ein Unternehmen, was mehrere Standorte hat, dann werde ich typischerweise über irgendwelche VPN-Verbindungen, vielleicht dann auch über eine irgendwo laufende SOA-Infrastruktur die Standorte miteinander verkoppeln. Oder ich bin eben das Startup, was rein in der oberen Welt unterwegs ist, was sich rein in der Cloud-Welt bedient. Dann würde man auch hergehen und eine von den neuen Optionen verwenden, die Integrationsplattform in diese obere Wolke zu stellen. Und unsere Kernbotschaft ist einfach, Sie müssen demnächst entscheiden, wo ist Ihr Center of Gravity, wo ist bei Ihnen der sinnvollste Platz, die Integrationsinfrastruktur abzustellen. Steht die wirklich unten lokal in der Abteilung, steht die im Standort, steht die irgendwo in einem zentralen Rechenzentrum oder ist sie cloudbasiert? Und vermutlich wird es erstmal hybrid sein, Sie werden wahrscheinlich beides haben. Okay. Dann wollen wir die Einführung schließen mit einer kurzen Übersicht, was Oracle generell an Tooling hat, wie wir das bei Opitz Consulting einsortieren. Es ist nicht ganz einfach, da im Moment den Überblick zu behalten, weil es so viele verschiedene Toolings gibt. Fangen wir mal links unten an. Das Einfachste im Integrationskontext ist halt die Oracle SOA Suite, die man on-premise lokal bei sich installiert. Klar. Die nächste Stufe ist sowas wie Infrastructure as a Service, wo man vielleicht einen Oracle Java Cloud Service verwendet und seine SOA Suite darauf installiert. Dann muss man für die SOA Suite immer noch Bring Your Own Licenses machen. Die SOA Suite gehört einem selber, läuft aber in einer Oracle Java Cloud Umgebung. Könnte man natürlich auch mit Amazon machen. Die nächste Stufe ist dann das Thema Oracle SOA Suite Cloud Service. Das ist schon eher so das Thema Platform as a Service. Das wird vermutlich in Kürze jetzt kommen bei Oracle, dass auch die SOA Suite komplett in der Cloud angeboten wird. Die läuft dann intern natürlich auch auf diesem Java Cloud Service bei Oracle. Und das Spannende, wo wir jetzt gleich auch mehr Details zu hören wollen, ist was ganz Neues. Das ist der Oracle Integration Cloud Service. Das ist was, wo man die ganze SOA Suite wegkapselt und rein über einen Browser bedienbar macht, was dann vollständig in der Cloud abläuft. Typischerweise dann für SaaS-to-SaaS-Integration.
Aber lassen wir die Theorie jetzt mal beiseite, gehen weiter und ich übergebe an den Michael Stapp von Oracle, der uns einmal die Oracle-Integrationsplattform vorstellen wird. Ja, danke Thorsten. Ja, mein Name ist Michael Stapp. Ich bin in der Systemberatung bei Oracle im Bereich Middleware und der Oracle Cloud Plattform, das heißt den Middleware-basierten Public Cloud Lösungen von Oracle mit dem Schwerpunkt Integration tätig und möchte jetzt an dieser Stelle einen konkreten Überblick geben über die Möglichkeiten zum Aufbau einer Integrationsplattform, angefangen von den On-Premise-Integrationsplattformen, der Möglichkeit, was in der Cloud momentan geht, oder eben auch ein bisschen was erzählen zu der Mischform der sogenannten hybriden Integrationsplattform. Die On-Premise-Integrationslösung hat im Kern bestimmte Funktionalitäten wie Service-Orchestrierung mit einer Bibel-Engine, Business-Rules und der klassische Service-Bus für die Integration und Virtualisierung, Anbindung von verschiedenen Services. Daneben gibt es, was man so auf der linken Seite dargestellt sieht, bestimmte Adapter, die die Anbindung an bestimmte Systeme dann bereitstellen, wie zum Beispiel die Oracle Business Suite, das SAP ERP-System, wo man die Möglichkeit hat, BAPIS, iTalks, RFC-Funktionsbausteine aufzurufen, was wir gleich dann auch noch in der Live-Demo dann so ein bisschen sehen werden. Weitere Systeme wie PeopleSoft, Siebel, CRM und so weiter. Das ist mit abgedeckt dann auch technische Schnittstellen, dass man filebasiert über FTP oder mit einem Managed-File-Transfer-Ansatz Dateien integrieren, austauschen kann. Messaging-Systeme wie JMS, verschiedene Datenbanken, neben der Oracle-Datenbank auch und natürlich die Anbindung an Host- oder Mainframe-Systeme, ja, wie zum Beispiel KIX oder IMS. Das ist für die Adapter dann direkt möglich. Auf der anderen Seite wurde natürlich die Plattform auch gemäß den Anforderungen Richtung Cloud Mobile erweitert, um spezifische Adapter für cloudbasierte Anwendungen, Sprichwort Software as a Service. Das heißt, hier haben wir die Oracle SaaS-Applikation für die Sales Cloud, Service Cloud, HCM Cloud, Marketing und noch viele mehr, neben Salesforce mit dem Vorteil, dass man hier sehr produktiv Business-Objekte auswählen kann, zum Beispiel ein Auftragsobjekt und damit dann deklarativ seine Integration umsetzen kann, sodass man sehr schnell Integrationsszenarien umsetzen kann, ohne das jetzt programmieren zu müssen. Ja, daneben kommen dann halt noch Erweiterungen dazu, um auch mobile Anwendungen effizient anbinden zu können. Schlanke Funktionen über APIs, über RESTful Services kann man bestehende Business-Funktionen dann eben für mobile Endgeräte, für Smartphones und Tablets bereitstellen über diese Integrationsplattform. Dann auf der rechten Seite dann weiter gibt es die Möglichkeit, auch Geschäftspartner als B2B anzubinden. Ja, so Standards wie Edifact spielen hier eine Rolle. Das heißt, man kann es auch direkt in seine Integrationsszenarien einbinden und die gleiche Plattform nutzen. Dann unten dargestellt das Thema API-Management. Das heißt, hier gibt es Funktionen für die Ablage, Verwaltung der verschiedenen APIs über einen Katalog, einen Manager oder auch die Absicherung in Richtung Außenwelt über das API-Gateway an der Firewall, damit man hier vor Angriffen von außen geschützt ist. Dann gibt es für die Thema Analysen und Events die Möglichkeit, dass man fachlich grafische Dashboards erstellt on top der On-Premise-Integrationsplattform zum Thema Business Activity Monitoring und kann hier direkt sehen, was in den Integrationsszenarien abläuft und dann direkt hier dann auch gewisse Tendenzen ableiten, um schneller reagieren zu können auf gewisse Geschehnisse, die dann dort passieren. Daneben dann mit dem Event Delivery Network und Stream Explorer hat man die Möglichkeit dann auch in Richtung Internet of Things oder Industrie 4.0, dann heißt viele Events, die von Sensoren kommen, abzuleiten, kritische Geschäftsereignisse rauszufiltern, um die dann in seine Unternehmensprozesse einzuspeisen, mit dem Vorteil dann direkt diese Analysen dann zu verwenden, um die Prozesse zu optimieren.
die cloudbasierte Integrationsplattform, die sogenannte IPaaS, Integration Platform as a Service, stellt dann schon die Integrationsfunktionalität direkt in der Oracle Cloud bereit. Und der erste Service, der dort zur Verfügung steht, ist der sogenannte Oracle Integration Cloud Service, der ICS. Und der ist definiert mit dem Schwerpunkt auf die einfache Nutzbarkeit, dass man quasi eine Self-Service-Anwendung hat für Integration. Das heißt, wir können im Idealfall ohne eine Installation und Konfiguration von Software direkt mit der Umsetzung von Integrationsszenarien beginnen und loslegen. Das Ganze ist browserbasiert, was man hier auf der linken Seite so ein bisschen sehen kann. Damit lassen sich dann grafisch Verbindungen, sogenannte Konnektoren, was hier so ein bisschen rot dargestellt ist, auswählen, um zum Beispiel die SaaS-Anwendungen im Unternehmen direkt anbinden zu können. Dazwischen wird dann die Integration definiert. Das wäre dann der blaue Teil. Das heißt, man kann hier die verschiedenen Konnektoren miteinander verbinden, vielleicht noch eine entsprechende Datentransformation grafisch durchführen. Und dann ist der dritte Schritt jetzt nicht mehr ein Deployment in eine Produktionsumgebung, sondern einfach eine Aktivierung. Das heißt, man aktiviert dann dieses Integrationsszenario und kann dann direkt das Ganze nutzen und das Ganze monitoren, um zu sehen, was in dem Integrationsszenario dann entsprechend abläuft. Das heißt, sehr schnelle Umsetzung und sehr schnelle Realisierung. Das Ganze wird als Public Cloud Service, Subscription-basiert zur Verfügung gestellt. Und das komplette Thema der Installation, Backup, Patching, Upgrades und so weiter, das wird direkt von Oracle übernommen. Das heißt, Sie als Kunde müssen da nichts mehr tun und können sofort damit beginnen, sich rein auf das zu tun, was zu machen ist, was die Integration angeht. Ja, weitere Vorteile, gerade wenn Sie Oracle Software as a Service Nutzer oder Anwender sind, dann stehen Ihnen direkt die Adapter dafür in der richtigen Version in Ihrer Instanz direkt zur Verfügung. Dann können Sie noch vorgefertigte Integrationen nutzen und Datenmappings zwischen bestimmten Anwendungen werden Ihnen vom System dann direkt empfohlen. Das heißt, aus der Erfahrung weiß das System, welche Mappings dort genutzt werden und Sie haben dann sofort ein Ergebnis bei relativ umfangreichen Mappings und diese ganzen Aspekte sparen einfach dann auch Zeit bei der Umsetzung von dem Ganzen. Zu den Einsatzgebieten vom Integration Cloud Service. Der ist geeignet für eine einfache und schnelle Integration. Das heißt, wenn Sie einfache Integrationsszenarien ohne komplexe Orchestrierung mehrerer Services zum Beispiel umsetzen müssen, ist das der ideale Kandidat. Vorteile natürlich, wenn es überwiegend SaaS-Anwendungen sind, ist das zu nutzen, weil es eben dann auch komplett in der Cloud dann ablaufen kann. Sie müssen dann nichts mehr on-premise machen. Und die meisten Vorteile natürlich, wenn Sie Oracle-SaaS-Applikationen nutzen, weil dort die Adapter dann direkt zur Verfügung stehen. Die Lernkurve ist relativ flach, das heißt, es gibt eine intuitive, schnelle Einarbeitung ist möglich und Sie können ohne großes Anfangs-Know-how direkt dann anfangen, diese Integrationsszenarien dann umzusetzen. Und natürlich wichtig, wenn Sie keine CapEx-Kosten erzeugen wollen, ist dieser Integration Cloud Service dann auch erste Wahl. Zum Integration Cloud Service noch ein paar Anwendungsfälle als Anregung. Wann kann man das am besten einsetzen? Das heißt, wenn Sie sehr schnell ein Ergebnis haben wollen und loslegen möchten, das heißt, Sie brauchen dann keine Server bei sich zu installieren, zu konfigurieren, die Software drauf zu installieren, sondern können direkt dann nach der Aktivierung des Service loslegen, Ihre Integrationsszenario umzusetzen. Das zweite, das Thema neue Projekte. Ja, die rein in der Cloud passieren sollen. Das ist auch der Vorteil, dass man dann direkt mit dem Integration Cloud Service loslegen kann, komplett in der Cloud arbeiten kann und damit
sehr viel schneller. Also wenn Time to Market eine Rolle spielt, dann sofort ein Ergebnis, ein nutzbares Ergebnis erzielen kann. Und der dritte Aspekt dann, dass sie die Möglichkeit haben, quasi, dass jeder seine Integration selbst erstellen kann. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine SaaS-Anwendung einführen, gibt es hier die Möglichkeit, dann auch mit dem ICS dann angesiedelt in diesem Projekt direkt die Umsetzung zu realisieren, ohne jetzt auf vielleicht bestehende On-Premise-Integrationslösungen zurückgreifen zu müssen. Also immer Vorteil, schnelle Umsetzung, komplett in der Cloud als wichtiger Use Case. Wenn man jetzt beides kombiniert, spricht man hier von der hybriden Integration. Das heißt, wir haben ja jetzt gesehen, zum einen die On-Premise-Integrationsplattform. Wenn Sie so schon bestehender SOASuite-Kunde zum Beispiel sind, dann macht es natürlich Sinn, weiterhin neue Integrationsszenarien On-Premise mit dieser SOASuite umzusetzen oder auch dann mal ein Cloud-System dann darüber über einen Cloud-Adapter anzubinden. Das kann eine Möglichkeit sein. Das Zweite ist, wenn Sie dann ein separates Cloud-Projekt schnell umsetzen wollen, dort den ICS, den Integration Cloud Service, zu verwenden, natürlich. Und natürlich kann auch sein, dass eine Kombination eine Rolle spielt. Das heißt, oder eine Möglichkeit ist. Das heißt, Sie haben On-Premise bestehende Integrationsszenarien, die Sie weiter betreiben, und ein neues Cloud-basiertes Projekt, was Sie mit ICS machen, und verbinden das Ganze dann, um eben hier sehr effizient das Bestehende zu nutzen und das Neue, das heißt die schnellere Umsetzung und komplett Cloud-basierte Realisierung dann kombiniert zu haben, vielleicht noch mit weiteren API-Gateway als Security-Aspekt an der Firewall, um hier das Unternehmen dann auch zu schützen vor Angriffen von außen. Also beide Möglichkeiten, und häufig ist halt eine Kombination davon sehr sinnvoll. Ja, an dieser Stelle auch nochmal eine Frage: Wie machen Sie die Integration heute? Wie integrieren Sie Ihre Cloud-Anwendungen? Hier nochmal die Bitte, einfach das, was Sie heute tun, einfach auszuwählen. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Sachen auszuwählen. Bin ich gespannt, wie heute die Situation sich darstellt. Ob Sie schon iPaaS-Lösungen nutzen, ob Sie selbst entwickeln. So, ich denke, wir gucken uns mal das Ergebnis an, wie es aussieht. Okay, auch sehr spannend. Das heißt, die meisten von Ihnen integrieren noch gar nicht. Und iPaaS-Lösungen setzt auch noch keine ein. Das heißt, man sieht da wirklich, dass das noch ein relativ neues und spannendes Thema ist mit den cloud-basierten Integrationsplattformen. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ja, jetzt noch was zum Thema Cloud-Strategie von Oracle. Thematik Deploy Anywhere. Das heißt, in Zukunft wird es möglich sein, dass Sie die gleiche Technologie sowohl on-premise als auch als Service in der Oracle Cloud, das heißt in der Public Cloud, zu nutzen und bei Bedarf dann auch sehr dynamisch hin und her zu wechseln. Das heißt, das wird gewährleistet, indem wir die gleiche Architektur in der Cloud und on-premise einsetzen und die gleichen Standards benutzen und auch die gleichen Komponenten zugrunde liegen. Und zum Beispiel haben wir hier on-premise auf der linken Seite vielleicht die Oracle SOASuite im Einsatz, und wir möchten dann bei Lastspitzen vielleicht oder in Richtung Verlagerung der Test- und Entwicklungsumgebung in Richtung Cloud gehen, dann wird das in Zukunft möglich sein. Ja, und das halt für die verschiedensten Fast-Services, die es dann von Oracle gibt. Und das ist halt was wirklich Einzigartiges, was es in dieser Form nur von Oracle gibt. Und das schafft halt die wahre Flexibilität, dass Sie die Möglichkeit haben, dann auch Kostenbasis hin und her zu spielen, CapEx, OpEx-Kosten oder auch aktuelle Use-Cases, neue Projekte oder Lastspitzen. Das heißt, Sie können hier sehr flexibel, dynamisch reagieren mit diesem Ansatz.
Für den Anwendungsfall, den wir jetzt gleich vorstellen, wurde als Integrationsplattform eben die On-Premise-Lösung gewählt, weil dort eben alle Systeme außer Salesforce On-Premise angesiedelt sind. Weiterhin war ein komplexes Fehlermanagement mit Auditing, Monitoring, Error Hospital erforderlich. Und es gab auch komplexe Integrationsszenarien mit komplexen Mappings, mit Cross-Referencing, solchen Dingen. Und daher war die Entscheidung in diesem konkreten Fall jetzt eben mit der On-Premise SOA Suite das Ganze umzusetzen. So, und damit weiter zu Markus und dem konkreten spannenden Use Case und der Live-Demo. Okay, vielen Dank, Michael. Sie haben von den Kollegen ja nun schon sehr viele interessante Informationen zum Thema Cloud erhalten. Und wir möchten das Thema nur noch mit einem konkreten Beispiel aus der Praxis verdeutlichen. Ende des vergangenen Jahres hatten wir die Möglichkeit, viele der gerade vorgestellten Konzepte in einem Proof of Concept umzusetzen. Diesen Proof of Concept hatten wir auf Wunsch eines sehr großen deutschen Pharmaunternehmens durchgeführt. Dieses Unternehmen hatte in der Vergangenheit ein Siebel-CRM-System, das in-house von einem Unternehmen selbst angepasst und betrieben wurde. Vor circa 5 Jahren hatte man sich dann aber entschieden, dieses Siebel-On-Premise-System aus diversen Gründen durch die Cloud-Lösung Salesforce zu ersetzen. Das war natürlich mit erheblichem Aufwand verbunden, da viele der Informationen, die bisher in dem Siebel-System war, in das Cloud-System übertragen werden mussten und auch die kompletten Integrationsstrecken mussten neu gebaut werden. Mit der Entscheidung für dieses Cloud-basierte CRM-System Salesforce war man eigentlich sehr zufrieden. Aber gerade was die Integration von Salesforce in die Unternehmenslandschaft betrifft, hatte man doch sehr große Probleme. Und diese Probleme, die waren dann teilweise auch so gravierend, dass negative Auswirkungen auf das Tagesgeschäft schon erkennbar waren. Es wurden zum Beispiel Aufträge oder Zahlungsanweisungen doppelt ausgeführt oder teilweise Aufträge komplett ignoriert. Und aufgrund der Komplexität der Integrationsstruktur, die man dort platziert hatte, war auch kein durchgängiges Monitoring möglich, was dann auch die Fehleranalyse extrem schwierig gemacht hatte. Das heißt, das Unternehmen stand halt wirklich nun vor der Herausforderung, etwas tun zu müssen, wegen den genannten Problemen. Und man hatte sich entschieden, dass halt diverse Anbieter im Rahmen eines Proof of Concept die Integration von Salesforce und Inhouse-Systemen zeigen sollten, wie man das besser machen könnte. Und wir waren einer dieser Anbieter. Und die Aufgabe war es, im Rahmen dieses Proof of Concept 2 Use Cases beim Kunden vor Ort umzusetzen. Der eine Use Case war, dass Massendaten von Salesforce gelesen werden sollten und in eine Data Warehouse-Tabelle übertragen werden sollten. Der zweite Use Case ist der deutlich interessantere und diesen betrachten wir auch gleich noch ein bisschen genauer, auch im Rahmen einer Live-Demo. In diesem Fall sollte ein Auftrag, der in Salesforce erfasst wurde, an SAP übermittelt werden. In SAP wird der Auftrag dann bearbeitet und eine Statusänderung durchgeführt und anschließend soll dann diese Änderung wieder an Salesforce zurückgegeben werden und dort dokumentiert werden, sodass man so eine Closed Loop dann demonstriert hätte zwischen Salesforce und SAP. Im Dezember 2014 waren wir dann beim Kunden vor Ort und haben genau diese Use Cases dort vor Ort gebaut und wir hatten es dann auch wirklich geschafft, beide Use Cases innerhalb von 5 Tagen beim Kunden vor Ort auf den Live-Systemen des Kunden halt umzusetzen. Ja, das zeigt auch ein bisschen, wie mächtig halt die Oracle Suite in dem Fall ist, auch unter Verwendung von den neuen SAP, von den neuen Adaptoren wie dem SAP-Adapter und dem Salesforce-Adapter, die mit 12C hier zur Verfügung stehen. Gut, was wir dann gemacht haben, ist diesen
zweiten Use Case, also diese Closed Loop zwischen SAP und Salesforce, haben wir dann nochmal auf unseren OPIC-Systemen nachgebildet, um hier auch einen entsprechenden Showcase zu haben, den wir jetzt auch zeigen werden. Da noch ein paar Worte dazu, einfach für den Ablauf, wenn Sie das gleich in der Live-Demo sehen. Das heißt, wir sehen auf der linken Seite, wir haben ein Salesforce-System in der Cloud. Wir werden in diesem Salesforce-System einen neuen Auftrag anlegen und werden dann manuell innerhalb der Oracle SOAR Suite einen Prozess starten, um den neuen Auftrag aus Salesforce zu lesen und Informationen aus diesem Auftrag in ein SAP-System zu übergeben. Bei OPITS haben wir ein SAP-BW-System zur Verfügung. Dazu muss man sagen, dass hier keine typischen operationalen Tabellen oder Remote Function Calls zur Verfügung stehen, die in einem halt zum Beispiel Finanzsystem von SAP zur Verfügung stehen. Deshalb waren wir halt gezwungen, hier selbst uns eine kleine Kastentabelle anzulegen, einen Remote Function Call drüber zu legen, den wir selbst entwickelt haben, um dann halt die Informationen direkt in diese Tabelle zu schreiben. Wenn man jetzt so ein Operationalsystem hat, dann ist es noch einfacher. Dann braucht man nämlich keine eigenen Remote Function Calls zu entwickeln, sondern kann die vielfältigen Funktionen, die SAP hier bietet, das sehen wir nachher auch noch, gleich out of the box nutzen. Dann noch kurz zur technischen Implementierung. Also innerhalb der SOAR Suite verwenden wir BPMN-Prozesse. Das ist ein bisschen abweichend von dem, was wir bei den Kunden vor Ort verwendet hatten. Da hatten wir Beeple und USB verwendet in Verbindung mit dem SAP und Salesforce Adapter. Und hier zeigen wir halt, dass es auch mit BPMN-Prozessen gibt. Das zeigt auch, dass diese Technologieadapter von Oracle komplett unabhängig von der gewählten Implementierungsmethode oder Architektur dann auch sind. In dem Fall haben wir einfach zwei kleine Composites entwickelt. Also Composites sind halt so kleine, man kann sagen Softwarepakete, die dann auf der SOAR Suite laufen. Die eine Composite beinhaltet die komplette Kommunikation zu Salesforce, die andere die Kommunikation zu SAP. Und da werden teilweise auch Funktionen referenziert untereinander. Und auf dem Weg zurück ist es ganz ähnlich. Auch hier werden wir manuell dann über diesen SAP Data Browser einen Status ändern und werden dann auch wieder manuell einen Prozess starten, der dann die Datensätze aus SAP liest, die diesen Status aufweisen. Ja, wir haben dieses manuelle Anstoßen gewählt, also auch gerade aus Salesforce heraus. Wäre ja auch denkbar, dass man innerhalb von Salesforce zum Beispiel Trigger definiert, die automatisch starten, wenn ein Auftrag neu angelegt wird. Das ist dann aber ein bisschen abhängig von dem Lizenzmodell, das wir mit Salesforce abgeschlossen haben. So war es auch bei dem Kunden, für den wir den POC durchgeführt haben, können dadurch erhöhte Kosten anfallen, weil hier teilweise pro API-Aufruf abgerechnet wird. Ja, deswegen war es für den Kunden zum Beispiel wichtig, dass wir keine Trigger in Salesforce hinterlegen, die für jede neue Auftragsanlage dann gleich halt den Prozess starten, sondern die wollten das gesammelt innerhalb einer Zeitperiode dann von Salesforce auslesen. Ja? Und auf dem Rückweg ist dann so, dass wir diese Daten lesen, der BPMN-Prozess, der jetzt für den Rückweg verantwortlich ist, überträgt dann den Status, dass sich in SAP was geändert hat, zurück an Salesforce und wird hier ein entsprechendes Feld aktualisieren. Das ist auch in Salesforce ein Custom-Field, das wir innerhalb von Salesforce angelegt haben, um diese Kommunikation zu dokumentieren, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg. Und auch hier wieder ganz ähnlich werden wieder diese beiden Composites verwendet, nur ist halt hier der entsprechende Treiber in diesem Fall halt dann die Composite, die mit SAP kommuniziert und die ruft dann eine Funktion innerhalb der anderen Composite auf, um halt in Salesforce ein Update durchzuführen.
Im POC sehen wir das Ganze jetzt im Kleinen. Wir haben dem Kunden dann natürlich auch so eine mögliche Referenzarchitektur vorgestellt, wie das Ganze halt aussehen könnte im Großen, um die kompletten Integrationsbedarf von ihm abzudecken. Ja. Das heißt, sowas würden wir dann immer auch abhängig vom Kunden vor Ort mit entsprechender Architekturreview und Architekturberatung durchführen. Was wir nachher auch noch sehen, dass eines der Hauptmerkmale und auch ja, einer der Punkte war, die für den Kunden mit am interessantesten war, weil wie gerade die Fehleranalyse und das Monitoring so extrem schwierig waren, ist ja, dass die SOAR Suite out of the box ein Instance Logging zur Verfügung stellt, dass man das auch wieder für die Business-Seite über Business-Activity-Monitoring auch zur Verfügung stellen kann. Und da sehen wir auch gleich in der Live-Demo, wie zum Beispiel das Error Hospital auch dem technischen Betrieb da hilft, Fragen vom Business zu beantworten oder auch nochmal Prozesse neu anzustarten. So, dann kommen wir nur zur Live-Demo. Ich werde jetzt meinen Screen gleich freigeben. Hier noch eine kurze Info, die ich auch eben erst gehört habe, dass Sie wahrscheinlich meinen Mauszeiger nicht sehen werden. Das heißt, ich versuche dann so gut wie es geht zu erklären, wo ich gerade unterwegs bin, ja, damit Sie es ein bisschen nachvollziehen können. Ich werde jetzt den Screen freigeben und aus Erfahrung dauert es jetzt auch ein paar Sekunden, bis dann halt über das Buffering, Sie sehen jetzt wahrscheinlich so ein Buffering, bis das dann bei Ihnen angezeigt wird. Deswegen warte ich noch ganz kurz. Gehe jetzt aber davon aus, dass Sie dann meinen Bildschirm sehen. Wir würden jetzt, wie gesagt, damit beginnen, innerhalb von Salesforce entsprechend einen Auftrag anzulegen. Ich bin jetzt hier schon in Salesforce drin, das heißt, wir haben unseren SAP an Salesforce angemeldet. Innerhalb von Salesforce gibt es halt hier das Menü. Ich klicke jetzt hier auf das Pluszeichen. Es geht jetzt hier eine Liste aller Objekte auf, die ich jetzt bearbeiten kann. Ich wähle jetzt hier aus der Liste die Orders aus und klicke jetzt hier auf die Order Number 112. Und um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, werde ich diesen Auftrag jetzt einfach klonen, werde ihn abspeichern und habe jetzt hier einen neuen Auftrag mit der Nummer 113. Wichtig jetzt, damit der Auftrag auch genommen wird, ist, dass ich hier diesen SAP-Status, das ist dieses Kastenfeld, das ich schon erwähnt habe, dass da ein leerer Wert drin steht. Und wir können jetzt auch innerhalb von Salesforce dann auch schon überprüfen, ob die Aufträge jetzt mit einer gewissen SQL-Query, die halt speziell für Salesforce dann auch geschrieben werden muss, da gibt es ein paar Eigenheiten, können wir entsprechend ausführen. Und wir können jetzt hier, ja, Status updated. Wir wollen aber einen leeren haben und sehen dann, dass wir in dem Fall, weil das ist auch jetzt die Abfrage, die in den Salesforce Adapter, der von dem BPMN-Prozess verwendet wird, entsprechend verwendet wird. Das heißt, wir werden in dem Fall genau diesen einen Auftrag mit der Nummer 113 jetzt nach SAP übertragen. Um jetzt auch zu zeigen, dass in SAP dieser Auftrag noch nicht vorhanden ist, schauen wir jetzt einfach schon mal in SAP kurz rein. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Data Browser, der genau auf diese Kastentabelle geht. Wir aktualisieren jetzt nochmal und sehen, der letzte Auftrag, der aktuell im SAP-System ist, hat die Nummer 113. Wir müssen hier gerade noch kleine Änderungen machen. So, und haben jetzt hier, wie gesagt, Aufträge bis zur Nummer 112 und gehen jetzt in den Oracle Enterprise Manager, melden uns dort an,
werden jetzt im Bereich SOA Infra die Composite Get Salesforce Data. Ich habe jetzt links hier in diesem Tree auf diese Get Salesforce Data draufgeklickt, klicke jetzt auf Test drauf, wähle aus Get Salesforce Order Process Service, das ist der BPMN-Prozess, der gestartet werden muss, um die Daten aus Salesforce zu lesen. Ich sage jetzt Starten des Webservices. Was wir jetzt machen, ist halt die Nutzung auch nochmal von eine Komponente von Oracle, dass wir halt über den Enterprise Manager praktisch den Prozess anstoßen. In der Realität oder Praxis wird es dann so sein, dass das Ganze zum Beispiel über einen Cronshop der Prozess gestartet wird oder automatisiert über einen Trigger, der von Salesforce kommt, dass Salesforce dann diesen Prozess aufruft. Auch diese Dinge sind denkbar. Ja, das hier machen wir jetzt nur für den Showcase. Wir können jetzt hier reinschauen, was ist passiert. Das heißt, das ist dieses Instance-Logging, das Oracle anbietet. Wir können jetzt hier auf den Prozess klicken, können uns auch den Prozess grafisch anschauen, was hier passiert ist. Das heißt, wir sehen, diese verschiedenen Aktivitäten innerhalb des BPMN-Prozesses wurden durchlaufen. Wir können aber auch über diesen Tree-View ganz detailliert nochmal jeden Schritt nachvollziehen und dann auch nochmal und sogar die Daten, die übergeben werden, entsprechend hier nochmal anschauen. Ja, in dem Fall sehen wir, dass hier, nachdem der Order in SAP erstellt worden ist, dann auch der Status in Salesforce auf Send to SAP gesetzt wurde. Das heißt, wenn wir jetzt ins Salesforce-System nochmal reinschauen und hier aktualisieren, dann sehen wir, dass sich hier der Status geändert hat. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in unsere Instance und schauen jetzt hier an Create Order in SAP und schauen hier kurz rein, dann sehen wir auch, dass wir jetzt hier SAP aufgerufen haben, diesen Remote Function Call, dass wir die Order-ID übergeben und den Status New. Das heißt, auch das wurde erfolgreich ausgeführt. Wir würden jetzt nach SAP wechseln, würden jetzt hier aktualisieren sagen, und sehen jetzt, dass hier der neue Auftrag im SAP-System angelegt wurde. Jetzt den Weg zurück zu demonstrieren, würden wir jetzt hier für diesen neuen Order den Status auf Modified ändern, dann speichern, nochmal zurück, aktualisieren nochmal und sehen, dass wir jetzt den Auftrag hier haben mit dem veränderten Status. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen in den Oracle Enterprise Manager, wählen jetzt die andere Composite auf, die Mittelwerte SAP. Die ist dafür verantwortlich, für jetzt die Aufträge aus SAP zu lesen und den Status in Salesforce zu ändern. Auch hier sagen wir wieder Test, dann Read Order vom SAP. Starten auch diesen Prozess wieder. Und können jetzt auch wieder direkt hier reinschauen und nachvollziehen, was denn ausgeführt wurde. Können auch wieder zuerst uns das Ganze grafisch anschauen. Das heißt, der Prozess ist erfolgreich komplett durchgelaufen. Wir können auch hier anhand von Preview dann nochmal schauen und auch hier nochmal im Detail sehen, welche Daten übergeben wurden. Und sehen auch hier wieder, dass jetzt der Status in Salesforce auf Updated gesetzt wurde. Das heißt, wir können wieder zurückgehen nach Salesforce, machen hier nochmal ein F5 und sehen, der Status wurde abgedatet. Das heißt, wir haben jetzt live demonstriert, dass wir so eine Closed Loop erfolgreich durchgeführt haben. Der Auftrag wurde in Salesforce angelegt, wurde nach SAP übertragen. In SAP hat jetzt irgendjemand von der Fachseite eine Änderung gemacht. Der Status hat sich geändert und dieser Auftrag wurde dann auch nochmal entsprechend aktualisiert in Salesforce, sodass wir halt hier wirklich eine Closed Loop gezeigt haben. Was jetzt noch sehr interessant ist, ist, dass wir halt noch entsprechende Composite-Sensors hier zusätzlich definiert haben.
Wir schauen uns jetzt einfach mal so die Flurinstanz an. Das heißt, wir können uns jetzt alle Instanzen anschauen, die jetzt halt hier für diese Middleware zu SAP, die hier von initiiert wurde oder wo diese Composite Bestandteil war. Jetzt ist natürlich sehr schwierig, über diese technische Ansicht dem Business eine Auskunft zu geben. Also angenommen, ein Business hat in Salesforce einen Auftrag angelegt und die haben jetzt mit ihren Kollegen gesprochen und die sagen denen auch, ja, wir haben denen auch in SAP geantwortet, aber trotzdem ist in Salesforce noch kein Status zurückgekommen. Ja? Das heißt, jetzt muss halt der Betrieb hingehen und rausfinden, was ist mit diesem Auftrag auf der Integrationsstrecke passiert. Jetzt hierüber, über so eine technische, rein technische Ansicht, sowas rauszufinden, ist natürlich extrem schwierig. Deswegen haben wir innerhalb von dieser Composite, ist es möglich in Oracle, zu sagen, ich füge hier meine eigenen Informationen noch mit dazu und kann hier dann meine Business Keys definieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Ordernummer nehme, die wir halt als Composite-Sensor hier mit hinzugefügt haben, können wir jetzt hier die Auftragsnummer, die wir in Salesforce haben, können wir jetzt einfach hier kopieren. Das heißt, wir haben jetzt halt wirklich die Nummer, mit denen auch über die Business kommuniziert. Das heißt, die reden nicht über Salesforce Row-IDs, sondern die haben eine Order-Number und wollen wissen, was ist mit diesem speziellen Order jetzt passiert. Wir können jetzt diese Order-Number hier eingeben und können jetzt nochmal suchen und sehen jetzt genau diese eine Instanz, in der dieser Order verwendet wurde. Wenn es jetzt mehrere Instanzen gibt, werden wir natürlich alle sehen, aber in dem Fall sind wir genau jetzt in dieser Instanz und können hier nochmal genau nachvollziehen, was jetzt passiert ist. Ja, das ist halt sehr hilfreich, um auch Fragen vom Business von technischer Seite her beantworten zu können. Auch sehr interessant ist, dass Oracle out of the box das Error Hospital oder Fehlermonitoring bietet. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinschauen, auch hier können wir jetzt nach allem suchen, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. Da haben wir jetzt nur einen Fehler. Ja, wir können jetzt uns den Fehler im Detail anschauen, können dann auch hier wieder in die Instanz reingehen und sehen, da war ein Fehler passiert. Jetzt könnten wir jede Instanz einzeln nochmal ausführen. Das heißt, wir könnten jetzt hier sagen, okay, Recovery required. Das heißt, da ist ein Fehler, der auch den man recovern kann. Das heißt zum Beispiel ein Remote-Fehler, ein System war nicht verfügbar. Man kann dann hier auf das Recovery klicken und könnte jetzt sagen, okay, schick jetzt den Prozess nochmal ab von der Stelle, wo er gerade steht, weil jetzt zum Beispiel, weil wir wissen, das System ist wieder verfügbar und deswegen soll der Prozess das jetzt nochmal versuchen. Ja? Das jetzt für jeden einzelnen Prozess zu machen, der jetzt zum Beispiel wegen einem Remote-Fehler auf einen Fehler gelaufen wäre, wäre natürlich ein bisschen mühsam. Deswegen bietet Oracle auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache ein Bulk Recovery. Das heißt, wenn ich jetzt gewisse Fehler habe, gewisse Fehlerklassen, kann ich auch sagen, ich werde für alle Instanzen, die jetzt auf einen Fehler gelaufen sind, weil ich weiß, da ist das System wieder verfügbar, die werde ich jetzt alle nochmal komplett automatisiert anstoßen. Gut, ich glaube, das war es dann soweit, was ich zeigen wollte jetzt live und würde dann jetzt das Ganze nochmal zurückgeben an meinen Kollegen Thorsten Winterberg. Ja, ich warte mal, bis sich die nächste Folie wieder einblendet. Markus, danke. Live-Demo super geklappt. Gerne. Demo-Göttern ausreichend gehuldigt. So, wie sieht es hier aus mit der Schlussfolie? Da sind wir. Genau. Wir sind gut im Timing, sind am Schluss angekommen. Was wollen wir Ihnen noch an Botschaften mitgeben? Ganz wichtig ist uns zu sagen, Integration ist wichtig, wird auch immer wichtiger werden mit diesen IoT-Themen, Device-Themen, Digitalisierung. Und vor allen Dingen das Thema Cloud wird halt kommen.
Auch in Deutschland kommt es langsam, aber es kommt. Bisschen böse formuliert, aus USA-Sicht gesehen kann man schon sagen, dass On-Premise-Applikationen das neue Legacy darstellen. Also stellen Sie sich darauf ein, in den nächsten Jahren wird das meiste, was da ist, da wo es sinnvoll ist, irgendwo Richtung Cloud wandern. So im Moment die Prognose. Und dann muss eben auch dieses Thema Cloud-Based Integration bedacht werden. Also die Fragestellung sollte dann auch in die Integrationsplattform komplett oder zumindest Teile davon in der Cloud laufen. Dazu ganz wichtig, dass Sie mitnehmen das Konzept Center of Gravity. Wo ist gerade Ihr Schwerpunkt und achten Sie darauf, verschiebt sich der Schwerpunkt, wo wandert er hin? Da werden Sie in den nächsten Jahren Anpassungen vornehmen müssen. Generell sind da keine allzu großen Unterschiede, ob die Integrationsplattform jetzt on-premise oder in der Cloud läuft. Es gibt ein paar Details, müssen Sie sich anschauen. Schauen Sie sich vor allen Dingen ganz besonders an, was die Hersteller so an Marketing machen. Da ist teilweise heute noch deutlich mehr Marketing als wirklich Futter dahinter. Dieses iPaaS-Thema ist eine solche Geschichte. Sieht super spannend aus, könnte sowas wie disruptive Technologie werden, wenn ich eben in der Lage bin, meine Integrationsstrecken einfach im Browser zusammenzuklicken und vielleicht sogar über einen Marktplatz bestehende Integrationen einfach kaufen und aktivieren kann. Sehr, sehr spannend, aber da sind wir im Moment noch relativ stark am Anfang. Wir erwarten, dass hybride Lösungen im Moment Mittel der Wahl sind. Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie sich Lösungen aussuchen, wo Sie denselben Integrationscode mal on-premise, mal in der Cloud deployen können. Sonst wird es schwer, weil es über die Zeit einfach verändern wird. Und schlussendlich das Thema CAPEX nach OPEX, also Kapitalkosten wandeln in operative Kosten, ist ein sehr starker Drang, den wir im Moment im Markt wahrnehmen. Man möchte halt eher über monatliche Zahlungsströme über Managed Services diese entsprechenden Cloud-Angebote laufen lassen und nicht über einen Einmal-Invest, einen sehr, sehr hohen für Lizenzen mit allem drum und dran. Das sind so die Haupttrends im Thema Integration. Damit möchten wir überleiten zu unserem Angebot. Wenn Sie da mehr Interesse dran haben, Thema Systemintegration, auf unserer OPITZ-Webseite finden Sie im Bereich Leistungen den Schwerpunkt Systemintegration. Da gibt es diverse Whitepaper, diverse Factsheets. Wenn Sie möchten, sprechen Sie uns an. Wir machen sehr gerne Proof of Concepts, stellen Ihnen vor, wie die Oracle-Integrationslandschaft in Ihrer eigenen Welt funktioniert. Schließen möchten wir dann noch einmal mit einer letzten Frage, falls Sie noch durchhalten, 30 Sekunden. Hätten Sie Interesse an so einem Workshop? Würde uns kurz interessieren. Ja, ja mit Proof of Concept. Nein. 3, 2, 1, ich schalte weiter. Gucken, was rauskommt. Ah, das zeigt jetzt nicht mehr an. Okay, auch gut. Dann sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo wir eigentlich in der Diskussion gehen könnten. Sie haben die Möglichkeit, uns über das Fragenfenster noch Fragen zukommen zu lassen. Generell sind wir jetzt mit der Zeit aber auch durch. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, sind Sie gerne ins Wochenende entlassen und wir wünschen ein sehr, sehr schönes und entspanntes Wochenende. Dankeschön.